Will ich hier noch Holz reinzimmern? Ich glaube nicht, ne? Das sieht ein bisschen sehr übertrieben aus. Es ist alles schon so holzig hier. Hier muss doch kein Geländer hin, das reicht so. Das reicht vollkommen so. Ich könnte. Was ich eigentlich. Ich hatte zwischendurch eine Idee, was man noch an Häuschen bauen könnte, aber das möchte ich nicht jetzt machen. Könnte man allerdings vielleicht da oben hin machen. Dadurch würde das hier alles noch etwas auseinanderfließen. Und ich mache das tatsächlich hier oben drauf. Ich trage zumindest schon mal ein wenig Fläche hier ab, dass man eine angenehme Bausubstanz hier vorfinden kann. Einmal so. Nicht ganz auf die Ebene von der Brücke, aber zumindest hier in die Richtung, ne, etwas angleichen. Dass man hier noch so ein kleines Stüfchen hochgehen muss. Wie sieht denn das aus? Ah, das waren die Treppen. Gut, dass wir welche dabei haben. Und zwar ganze 7 Stück. Das sind, nicht nur unfassbar viele, sondern auch, nicht genug. Und die anderen können dann ja hier so ran, dass man da hochlatschen kann. Denn ich bin der Treppenmann. Das sieht nicht gut aus. Ihr seht das nicht, ich wackel gerade mit dem Kopf, um diese Entscheidung abzuwägen, aber es sieht tatsächlich nicht so toll aus. Aber nur der mittlere ist auch ein bisschen schmal. Wo ist die Treppe hin? Habe ich die schon aufgesammelt? Ich glaube schon, ja doch. Nur der mittlere? Ach komm, ich mach den weg. Vielleicht mache ich das dann doch alles auf einer Ebene hier. Oder man macht das tatsächlich, dass hier hinter das erst eine Sache hochgeht und hier draußen rum ein Kringel entsteht. Mache ich aber nicht jetzt. Das reicht mir hier an Tätigkeit. Und ich glaube, es wird schon wieder Nacht. Kann das sein? Das fände ich aber höchst unpassabel. Da kann ich nicht mit leben. Dafür kann ich damit schlafen. Also dabei schlafen, nicht damit. Ne, ihr wisst. Ich trage immer noch hier den ganzen eingeschmolzenen Kram bei mir. Das finde ich nicht gut. Deswegen kommt der in die Kiste, die hier unten drapiert ist. Diese Ordnung ist auch wunderschön, das wird dann so snake-artig hier durchgefriemelt. Die anderen Sachen lege ich auch aus der Kiste raus. Das kommt, das behalte ich, klar behalte ich das, das kommt dahin. Natürlich. Hui. Ja, passt. Kobbels, wo waren denn die Kobble? Die waren da oben. Kann ich auch nochmal einen Stapel hier reinstapeln. Die Treppen, die brauche ich, die habe ich da, die tue ich da mal. Und damit hat sich das auch. Ich lege noch den Rest da unten rein. Dann kann, damit mir nicht immer der Vorwurf gemacht wird, ich hätte ein unfassbar unsortiertes Inventar. Oder dass das unsortierte Inventar wohl eine Let's Player-Krankheit wäre. Ist natürlich die Wahrheit, aber ich glaube, wenn man mal geheimerweise unbeobachtet in die Inventare anderer Leute schauen würde, sähe es dort nicht viel besser aus. Das sieht man halt alles nur nicht. Das ist immer, das wird immer hinter geschlossenen Türen geheim gehalten. Deswegen, bevor man mit Zuckerrohr wirft, sollte man erstmal sein eigenes Feld abernten. Ne? Wie der Fachmann sagt. Das kommt auch da rein. Damit habe ich eigentlich genug an Ordnung. Ich habe hier immer ein wenig an Werkzeug dabei. Hier ein bisschen, da kann noch mal, da machen wir es so. Gegessen habe ich genug. Ich lege mich schlafen. Gute Nacht. Ich habe ja versucht, diese Pause gerade als Denkphase zu nutzen. Klappt nicht so ganz. Aber der Baum ist echt schön, ne? Kann man ja nicht anders sagen. Jetzt habe ich die Treppe gerade weggelegt, die Holztreppe. Das ist blöd, sonst hätte ich hier noch ganz fix eine Bank hingeklatscht. Wir können natürlich auch dem Baum auf unserem tollen Haus beim Wachsen zuschauen. Hey, ich bin weg. Puh, das war knapp. Nein. Ah, Skelett. Boah, nicht auf das Schwein. Nein, nicht auf das Creeper. Die können mich mal. Wollen mich einfach angreifen. Das geht doch nicht. Der Baum ist schön.
Der ist auch schön. Ich finde, das lässt unser Haus zwar kleiner wirken, aber es ist halt auch ein sehr kleines Haus. Die Spinne hole ich mir noch. Pam, ach, die ist ja am Tag. Ich hole mir die trotzdem. Guten Tag. Sehr schön. Ach komm, wenn ich schon keine Idee habe, was ich gerade mal tun soll, was nicht an der Idee an sich liegt, dass mir die fehlen würde, sondern dass ich jetzt nichts Großes anfangen möchte und, dass nur eine Kurzaufnahme sein soll, hau ich den Creeper kaputt. Pam. Nein. Dann fälle ich einfach nochmal ein Ründleinchen Holz und sinniere über Themen. Wie zum Beispiel, dass ich es manchmal etwas albern finde, wenn ich zwischendurch in andere Let's Plays des Minecraftigen Gecraftes reinschaue, dass dann quasi direkt zack, bam, Folge beginnt und schon wird irgendein Thema angeschnitten, was leicht manchmal etwas zwanghaft wirkt. Ich weiß gar nicht, es ist natürlich als Möglichkeit, dass man hier irgendwelche Themen anquatscht, sehr interessant, weil man gerade meist nicht so die anspruchsvollen Aufgaben zu tun hat und irgendwann die Kommentarmöglichkeiten ausgelaufen sind, wie ein Auslaufmodell an sich es meistens tut. Und deswegen ist es natürlich schon eine Möglichkeit, aber es zwanghafte da irgendwie nach was suchen oder dass man groß irgendwelche Reden dann plötzlich schwingt, wie zum Beispiel, dass da oben ein Apfel hängt, das ist dann auch schon wieder etwas albern. Ist natürlich meine Meinung, kann natürlich jeder gerne so machen, wie er möchte. Es ist natürlich eine Art Versuch, die Qualität des Let's Plays, den Unterhaltungswert zu steigern. Das kann man übrigens auf sehr verschiedene Art, ne? Habe ich vielleicht schon mal erwähnt. Ich habe, ja gut, oder, ja, ich weiß, nee, das ist was anderes, aber ist egal. Es gibt immer quasi die Art, einmal was der Inhalt ist und wie man das präsentiert. Ne? Das heißt, da gab es irgendein schönes Zitat, zu was ich letztens gelesen habe, mit meinem Laserschwert. Das darum ungefähr grob zusammengefasst ging, dass das Schöne an sich, das ist reicht als Gefäß für den Inhalt aus, ne? Dass quasi durch das Gefäß der Inhalt quasi egal wird, ne? Wenn das Gefäß halt schön wird, ist. Das ist nicht nur bei Gesprächsthemen so, wenn man das gut präsentiert, dann kann man sich auch über den letzten Krempel unterhalten. Ich weiß gar nicht, warum ich hier die Blätter auseinandernehme, aber auch das zum Beispiel, ich mir total was überlegt habe, was man zu dem Thema sagen könnte, aber es mir nicht einfallen möchte. Das ist blöd. Aber nun mal so. Nee, einfach, dass teilweise die Präsentation, wie man etwas darstellt, wie man etwas hier erzählt. Ich kann natürlich vollkommen gelangweilt die spitzenmäßigsten Witze hier erzählen. Die wird keiner witzig finden dann. Ich kann natürlich auch höchst amüsant aus einem Telefonbuch vorlesen und es würde trotzdem noch ein gewisses Grad, genau das gewisse Grad an Unterhaltungswert damit mitbringen. Deswegen nochmal als Aufruf an die Leute, die selber Let's Plays machen, gestaltet euer Zeugs unterhaltsam, gefälligst, jetzt, genau jetzt. Einfach mal, ich meine, es, man hat ja in gewisser Weise nur seine Stimme hier zur Verfügung. Und das beschränkt natürlich die Mittel, ne? Das heißt, man muss durch seine Stimme das, was man sonst an Emotionen oder was weiß ich, was in dieses Spiel, in die Moderation an sich, in den Unterhaltungsversuch des Zuschauers reinlegen würde, natürlich nur auf die Stimme projizieren, dass man hier entsprechend sich Mühe gibt, ne? Dass man halt schwungvoll irgendwas erzählt. So, hallo Schwein. Dass man zwischendurch etwas unterhaltsamer daher redet, als wenn man einfach nur das Rezept für das neueste Kochgericht sich durchlesen würde, was total den Zusammenhang jetzt gebracht hat. Und das wollte ich eigentlich gerade gar nicht alles erzählen, aber das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt in ähnlicher Form. Aber trotzdem, man wird zwischendurch ja immer mal wieder gefragt, was man denn alles verbessern könnte an seinen Let's Plays oder was andere Leute, die noch nicht so viel Erfahrung haben, was sie denn verbessern könnten und überhaupt. Dabei kommt dann auch immer gerne mal die Frage auf, wie man denn viele Zuschauer bekommt, wie man viele Abonnenten bekommt. Und ich finde, in gewisser Form ist es natürlich schön, wenn man viele Zuschauer hat, weil dann
schätzt man oder dann gibt man sich die ganze Mühe noch viel mehr, als man es tut. Zumindest glaube ich das, als wenn nur irgendwie 2-3 Leute zuschauen würden. Aber letztendlich sollte das halt nicht der ausschlaggebende Aspekt sein, dass man nur irgendwie Spaß daran hätte, wenn viele Leute zuschauen. Das natürlich freut man sich dann, ne? Hatten wir aber, glaube ich, alle schon mal. Und ich finde den Ansatz darum, dass man irgendwie dass manche Leute halt dass man darauf aufmerksam machen soll, dass da auch noch Leute sind, die das so machen, ist natürlich schön. Es gibt auch viele Leute, die ihre Sache wirklich gut machen. Und zwischendurch schaut man immer gerne hier und da mal rein. Allerdings gibt es halt sehr viele Leute, die solche Videos hier ins Netz stellen. Und entsprechend gibt es auch viele Leute, die das gut machen. Das heißt, die Messlatte quasi, die ich für mich selber persönlich als Weiterempfehlung auch geben würde oder wo ich andere Leute weiterempfehlen würde, die liegt natürlich entsprechend höher. Ne? Sonst würde ich quasi jeden zweiten hier weiterempfehlen müssen, weil er seine Sache ordentlich macht. Es geht dann aber irgendwann darum, dass man seine Sache ordentlicher macht als die anderen. Dass man das gewisse Etwas an Unterhaltungswert hier dabei hat. Wieder... Hallo Schwein! Wir sind 2 Schweine! Alles verschweint hier! Wie der Unterhaltungswert tatsächlich aussieht, das kann man eigentlich gar nicht so verallgemeinern. Es gibt auch verschiedene Arten, wie man quasi auf YouTube oder allgemein auch, es gilt allgemein im Fernsehen und in den Medien und überhaupt, wo man irgendwie Publikum hat, gibt es immer verschiedene Arten, verschiedene Geschmäcker, die man befriedigen kann. Ne? Das heißt, ich werde hier bei mir mit meinen eher doch, boah, sagen wir mal, gemütlichen, oder mir wird ja immer unterstellt, dass ich so eine ruhige Stimme habe, dass das alles so irgendwie niveauvoll und sowas wäre, was ich durch eine ausgeprügelte Fluchattacke mal unterbinden könnte. Aber genau das möchte ich nicht. Denn ich selber stehe überhaupt nicht darauf, wenn in Let's Plays und sowas rumgeflucht wird. Andere Leute fahren darauf total ab. Das kann man daran sehen, dass gerade bei Kanälen, wo halt irgendwelche Multiplayer-Shooter, Battlefield und Modern Warfare oder irgend sowas sind und da wird dann halt rumgeflucht, wie sonst was teilweise, oder sich aufgeregt im Spiel. Das schauen sich teilweise so viele Leute an, dass man irgendwie schon... Na, neidisch wird man da nicht, weil das kann man dann auch sehen, das, was die Leute dann an Publikum da haben, wenn man sich die Kommentare und sowas durchliest, da wird man tatsächlich nicht neidisch. Also, da habe ich das lieber hier, dass dann nicht so massiv viele Leute zuschauen, aber dann das Niveau doch angenehm hochgehalten bleibt, so im Rahmen der Möglichkeiten, ne? Deswegen ist der allgemeine Tipp, wenn man irgendwie Zuschauer haben will, es gibt natürlich viele Möglichkeiten, viele Tricks oder altbekannte Sachen, wie man Zuschauer ziehen kann, wie man neue Leute dazu kriegen kann. Allerdings sind das meistens Sachen, die mir gar nicht so gefallen. Ich versuche, dass ich hier, weil es einfach auch irgendwie meinem Naturell entspricht, ich verstell mich jetzt hier nicht sonderlich oder eigentlich überhaupt nicht, weil es nicht meine Art ist, das stehe ich auch nicht drauf, das Ganze rumgekünstelt und sowas, dass ich hier versuche, dass ich auch die ganzen Sachen... Wo sind die ganzen Setzlinge hin? Ich habe doch welche eingesammelt. Ich habe doch welche eingesammelt. Da sind die. Die Zahl war davor. Dass ich hier ein gewisses... Boah, ich will es tatsächlich mal Niveau nennen, ne? Es wird mir zumindest öfter gesagt, dass es hier angenehm ist. Und das möchte ich gerne beibehalten. Weil, je nachdem, was für eine Art von Moderationsstil man hier an den Tag legt, wird man sein eigenes Publikum finden, solange es irgendwie in irgendeiner Form sich von den anderen Sachen abhebt, die es sonst im Netz anzuschauen gibt. Weil dadurch wird es halt weiterempfohlen. Oder andere Leute sagen, hier, guck mal da, ne, das ist ja aber ganz toll, da habe ich mich beömmelt wie sonst was. Und muss man ein bisschen schauen, dass man seinen eigenen Stil entwickelt, weil nur der eigene Stil wird einem selber am flüssigsten über die Lippen hier kommen. Wenn das Herumgeschreie und Rumgekreische und Beleidigungen aller Art einfließt, wird es mich nicht als Zuschauer kriegen, da habe ich überhaupt keine Lust zu. Aber ich meine, es gibt genug Leute, die da drauf abfahren
Finde ich schade. Um es mal so viel hier privat für mich gewertet zu haben. Aber mein Gott. Wenn es sowas gibt, ist schön. Aber ich fände das in dem Moment als Anhaltspunkt, sich daran zu orientieren, schade. Ne, das heißt, ich würde jetzt nicht anfangen, hier mit Absicht irgendwie rumzufluchen oder rumzukreischen oder was weiß ich was. Das muss ich nicht haben. Nur um irgendwie Zuschauer zu kriegen oder dass ich immer die allerneuesten Spiele spiele, was gerade frisch auf dem Markt ist. Ich spiele einfach das, wozu ich Spaß habe. Das reicht mir vollkommen aus. Dann habe ich persönlich Spaß. Dann merkt ihr Zuschauer da draußen auch, dass ich Spaß habe. Und mit dem richtigen Enthusiasmus hierbei bin. Dann ist uns allen am meisten geholfen. Wenn es nicht so viele Leute interessiert, ist es mir relativ egal. Weil dann habe ich die Leute, die es interessiert. Und das sind für mich dann die richtigen Leute, die auch entsprechend niveauvolle Sachen kommentieren oder auf dieses eher harmlose Let's Play stehen. Ne? Ich hoffe, ich konnte das darstellen hier. Es ist immer, wenn ich hier spontan irgendwas erzählen möchte, ist es nicht so wirklich geordnet. Na, falls man das nicht gemerkt haben sollte. Deswegen auch, genau, ich war letztens mal in einer Runde beim Lightcatcher und Motoko in einer kleinen Gesprächsrunde zum Thema Abonnentenzahl und Sub for Sub und sowas. Kann ich ja unter dieser Folge jetzt nochmal verlinken. Da haben wir uns ein bisschen darüber unterhalten, wie das denn eigentlich so mit den Abozahlen und sowas aussieht. Dass man ja eigentlich nur dann was davon den Abozahlen hat, wenn die Leute auch die Sachen schauen und wenn sie das gerne schauen. Und dass man mit seinen Abonnenten dann auch zufrieden sein muss und sowas. Aber das nur nebenbei.